Hunde zeigen durch ihre Ausbildung und ihre Art und Weise, wie sie trainiert wurden, einen ganz eigenen und spezifischen Charakter. Während einige boshafter sind, ziehen es andere vor, einen eher sanften und knuddeligen Charakter zu zeigen. Aber gibt es überhaupt gefährliche Hunde? Sollten wir vor bestimmten Hunden auf der Hut sein? Wenn du mehr Videos dieser Art sehen möchtest, zeig es uns mit einem Daumen nach oben, abonniere Trendshow und sei gespannt auf die nächsten Videos. Hier sind 9 Hunderassen, die zu den gefährlichsten Hunderassen der Welt gehören. Deutscher Schäferhund. Deutsche Schäferhunde gehören zu den beliebtesten und begehrtesten Hunden der Welt und das aus einem guten Grund. Sie sind intelligent, anhänglich, stark, energetisch und mutig. Sie sind auch ausgezeichnete Hirten. Diese Eigenschaft machen sie auch zu den begehrtesten Polizeihunden überhaupt. Insbesondere Versicherungsgesellschaften haben diese Hunde als gefährliche Rasse registriert, was bedeutet, dass sie in vielen Ländern eingeschränkt oder verboten sind. Die Vereinigten Staaten, Irland, die Ukraine, Malaysia und weitere Länder sind von diesem Gesetz betroffen. Auch in Rumänien ist der Besitz eines deutschen Schäferhundes stark eingeschränkt und es gibt für diese Hunderasse besondere Maßnahmen. Nach bestimmten Gesetzen muss man mindestens 18 Jahre alt sein, um gefährliche Hunderassen wie Borbuel, Bandog, Staffordshire Terrier, Rottweiler, Tosa Inu, neapolitanische Mastiffs, Dogo Argentinos und deutsche Schäferhunde zu halten. Der Besitzer muss in Rumänien auch im Besitz eines psychiatrischen Gutachtens sein, das beweist, dass er geistig stabil und fähig genug ist, einen gefährlichen Hund zu besitzen. Der Hund muss einen Maulkorb tragen, wenn er sich an öffentlichen Orten aufhält. American Bulldog. Diese Hunderasse stammt ursprünglich aus dem Südosten der Vereinigten Staaten, hauptsächlich aus Florida, Georgia und Alabama und ist von der Welthundeorganisation, der International Canine Federation, nicht offiziell anerkannt. Abgesehen davon stellen Register wie das American Bulldog Registry and Archives oder der National Kennel Club Stammbäume für diese Rasse aus. Bereits im 17. Jahrhundert wurden amerikanische Bulldoggen für die Jagd, insbesondere von Metzgern, verwendet. Nur ein Hund allein war in der Lage, ein Vieh zu fangen und festzuhalten, bis sein Herrchen kam, um das erlegte Tier zu holen. Diese Hunderasse war deshalb sehr bekannt für ihre Wildheit. Im Zweiten Weltkrieg stand die Rasse am Rande des Aussterbens, bis ein gewisser John D. Johnson in Verbindung mit einem jungen Mann namens Alan Scott anders entschied. So gelang es ihnen, mehrere Typen von Bulldoggen zu schaffen, darunter den Bully-Typ oder den Classic- oder Standard-Typ. Heute sind die amerikanischen Bulldoggen vom Aussterben sicher und erfreuen sich einer gesunden Zunahme ihrer Beliebtheit als Herdenschutzhunde und Haustiere. Viele Länder wie Venezuela, das Vereinigte Königreich und Deutschland verbieten jedoch die Zucht, Einfuhr, Adoption oder den Verkauf dieser Tiere, da diese Rasse leider mit der falschen Erziehung ein sehr aggressives Verhalten an den Tag legen kann. So haben bereits mehrere Berichte menschliche Todesfälle aufgezeigt, die mit dieser Hunderasse in Verbindung gebracht worden sind. Aber auch hier gilt, die Erziehung entscheidet, wie gefährlich diese Tiere werden können. Rottweiler. Wie die meisten Hunde gehörte es zu den Hauptaufgaben der Rottweiler, ihre Besitzer zu schützen. Aber genau wie der Dobermann oder der Pitbull erlangten Rottweiler einen schlechten Ruf, als man begann, sie in Massen zu züchten. Ihre Aufzucht durch Personen, die an illegalen Aktivitäten beteiligt waren, stigmatisierte auch ihre Rasse. Der Rottweiler ist ein mittelgroßer bis großer Hund. Die nach dem Rassestandard erlaubten Maße reichen von 56 bis 63 cm für Weibchen und 61 bis 68 cm für Rüden. Seine Muskulatur ist unglaublich stark ausgebildet und er ist weder leicht noch schwer, sondern eher proportioniert. Der Rottweiler ist stark, flexibel und hat eine gute Ausdauer. Das macht ihn aber auch zu einem potenziell gefährlichen Hund. Und auch hier gab es mehrere Fälle, in denen Menschen schwer verletzt oder im schlimmsten Fall auch getötet worden sind. In der Schweiz verbieten bestimmte Kantone, darunter Genf, die Fortpflanzung und den Erwerb von Rottweilern sowie andere als gefährlich eingestufte Rassen. Amerikanischer Pitbull Terrier. Häufiger als APBT bezeichnet, ist der American Pitbull Terrier eine Rasse des Hundetyps Terrier, die von der American Dog Breeders Association, dem United Kennel Club, aber nicht vom American Kennel Club anerkannt ist. Mit dem Ziel, den Besitz dieses als extrem gefährlich geltenden Tieres einzuschränken oder zu verbieten, haben mehrere Länder entsprechende Gesetze erlassen. Der amerikanische Pitbull Terrier unterliegt in Kanada, Dänemark, Deutschland, Ungarn, Norwegen, der Schweiz, dem Vereinigten Königreich, Frankreich,
Frankreich und sogar in Australien Verbots- und Beschränkungsgesetzen. Viele Studien haben im Laufe der Jahre gezeigt, dass Pitbulls für die meisten Angriffe auf Menschen verantwortlich sind, 42-45%, wobei Kinder in 70% der Fälle die Hauptopfer sind. Aber es wäre falsch und etwas unfair, den Hund selbst zu beschuldigen, denn der Mensch und die Medien haben ihren Teil dazu beigetragen und sein Ansehen durch Zeit und Geschichte getrübt. Pet Helpful besteht darauf, dass jedes Mal, wenn ein Vorfall mit einem Biss gemeldet wird, insbesondere wenn es sich um einen schweren Vorfall handelt, auf den Pitbull gezeigt wird, auch wenn der Hund nicht offiziell identifiziert wird. Dies beweist den Einfluss, den Vorurteile auf die fragliche Rasse haben. Darüber hinaus schreibt die Washington Post, dass sogar die Besitzer dieser Tiere in einigen Städten von besorgten Mehrheiten verpönt werden. Fila Brasileiro. Der Fila Brasileiro ist ein widerstandsfähiger Hund vom Molossoid-Typ mit einem kräftigen, harmonischen Körper und einem massiven Kopf. Er hat auch einen sehr kräftigen, muskulösen Hals. Dieser Hund ist sehr widerstandsfähig und verträgt zum Beispiel Schnee oder Wasser gut. Der Fila Brasileiro war ursprünglich ein Hund, der zum Treiben von Herden verwendet wurde, eine Tätigkeit, die ihm angeboren war. Er wurde auch zur Jagd auf Katzen, insbesondere Jaguare, verwendet, wobei vor allem wegen seines außergewöhnlichen Geruchssinns. Als Begleithund zeigt der Fila Brasileiro große Zuneigung und Loyalität gegenüber seinen Besitzern. Er kann sogar sehr anhänglich sein. Auf der anderen Seite ist es ein Hund, der sehr misstrauisch gegenüber Menschen ist, die er nicht kennt. Sein Beschützerinstinkt ist sehr entwickelt, weshalb ihn das zu einem potenziell gefährlichen Hund macht. Der Fila Brasileiro hat einen ausgewogenen, aber dennoch starken Charakter. Deshalb eignet er sich am besten für einen Hundebesitzer, der bereits Erfahrung in der Hundezucht hat. Aufgrund seines potenziell aggressiven Charakters ist die Haltung dieses Hundes unter anderem in Australien, dem United Kingdom und Neuseeland nicht zugelassen. Chow Chow. Der Chow Chow gilt als eine der ältesten anerkannten Hunderassen der Welt. Das genaue Herkunftsland ist nicht bekannt, aber die Rasse stammt mit Sicherheit aus der Mongolei, Sibirien oder Nordchina. Auf der Grundlage umfangreicher Forschungen geht man davon aus, dass es den Chow Chow seit Beginn der Han-Dynastie, 206 vor Christus, gibt. Körperlich ist der Chow Chow muskulös und hat einen gedrungenen Körper. Der Chow Chow hat einen großen Kopf mit einem breiten, flachen Schädel, einer kurzen Schnauze und Gesichtsfalten, die sich in einem ständig bedrohlichen Blick äußern. Die Ohren sind gerade, klein und gerundet. Der Schwanz krümmt sich und wird hoch über dem Rücken getragen. Der Chow Chow ist ein distanzierter und sesshafter Hund. Sein Ruf als aggressives Tier hat er vor allem daher, da eine kleine Anzahl von leider schlecht erzogenen und schlecht sozialisierten Chow Chow den Ruf der Rasse beschmutzt hat. Seine Liebe und Zärtlichkeit für seine menschlichen Familienmitglieder erstreckt sich nicht auf Fremde. Und wegen seines schützenden Charakters kann der Chow Chow gegenüber Menschen, die er nicht kennt, feindselig werden. Es ist also nicht selten, wenn dieser Hund auf Fremde losgeht und diese auch schwer verletzt. Das ist praktisch das, was diesen Hunden in einigen Ländern zu einer rechtlich eingeschränkten Rasse macht. Dogo Argentino. Sein ursprünglicher Einsatz, die Jagd auf Wildschweine, hat dem Dogo Argentino in der Vergangenheit den Titel blutrünstiger Hund beschert. Diese Hunde sind ihrem Rudel oder Herrchen gegenüber ebenso anhänglich wie gegenüber Fremden distanziert. Es ist wichtig, dafür zu sorgen, dass dieser territoriale Hund in seiner Aggressivität nicht gefördert wird. Bei dieser Rasse ist der Jagdinstinkt sehr ausgeprägt und muss kontrolliert werden. Wenn der Hund freien Zugang zum Garten hat, müssen sich die Besitzer sicher sein, dass der Hund nicht aus dem Garten entkommen kann. Diese Hunde können auch sehr aggressiv sein, wenn sie anderen Hunden, insbesondere anderen Rüden, begegnen. Der Dogo Argentino bleibt ein sehr störrischer Hund und wird das Rudel anführen wollen, wenn sich die Erziehung durch sein Herrchen als zu widersprüchlich erweist, was schon allein wegen seiner Größe ein Problem darstellt. Der Dogo Argentino braucht ein verantwortungsbewusstes Herrchen, also jemanden, der bereits in die Hundeausbildung eingeweiht ist. Schlecht erzogen oder schlecht sozialisiert könnte dieser Hund in der Tat sehr gefährlich werden, weshalb die Haltung dieser Tierrasse unter anderem in Dänemark, Norwegen, Island, der Ukraine und Australien verboten ist. Tschechoslowakischer Wolfshund. Heutzutage sind soziale Netzwerke und Filme alltäglich und so können sie auch eine Hunderasse in Mode bringen. Wie es vor Jahrzehnten mit den Collies und den deutschen Schäferhunden geschah, so geschieht es jetzt mit dem tschechoslowakischen Wolfshund. Vor allem wegen des enormen Hypes von Game of Thrones und auch wegen des Films Alpha. Es gibt aber ein Problem. Diese Hunde sind potenziell gefährlich und nicht für jedermann geeignet, wie Ethnologen und Hundetrainer warnen.
Es sind natürlich Hunde, aber ihr Temperament weist gewisse Ähnlichkeiten mit dem ihrer wilden Vorfahren, den Wölfen, auf. Diese Rasse entstand 1958 aus einem Experiment, mit dem die in der Armee der ehemaligen Tschechoslowakei eingesetzten Hunde verbessert werden sollten. Was sie taten, war, einen Wolf aus den Karpaten mit einem deutschen Schäferhund zu kreuzen. Aus diesem Wurf wurden die Hybriden aus Hund und Wolf nach ihrem Charakter ausgewählt, wobei immer diejenigen gekreuzt wurden, die mehr dem Haushund und nicht dem wilden Wolf ähnelten. Auf diese Weise wurde die Rasse profiliert, indem die am besten trainierbaren Tiere ausgewählt wurden, sodass die PLC heute vor der Internationalen Föderation der Hundezüchter FCI als Rasse anerkannt wird. Das heißt, sie wird nicht mehr als Hybrid betrachtet. Trotzdem gehört der Wolfshund zu den gefährlichsten Hunderassen der Welt, da es immer wieder Hunde gibt, die mehr Wolfsgen als Hundegen in sich tragen. Das bedeutet, dass solch ein Hund sich nicht gerne etwas von seinem Besitzer sagen lässt und es unbedingt einen erfahrenen Tierbesitzer bedarf, sodass potenzielle Aggressionen unterbunden werden können. Dobermann. Wenn man Angst vor großen Hunden hat, sollte man nicht versuchen, sich einem Dobermann zu nähern, denn schon seine Größe und sein Gewicht verleihen ihm ein so aggressives Aussehen. Der deutschstämmige Dobermann ist ein Tier, das immer wieder bei polizeilichen und strafrechtlichen Ermittlungen eingesetzt wird. Dies ist ein Grund mehr, sich vor ihnen zu hüten. In Deutschland gilt der Hund zwar nicht als Kampfhund, aber als gefährlicher Hund, und in der Schweiz muss die Haltung dieses Tieres in 9 der 13 Kantone erst vom Staat bewilligt werden. Der Dobermann ist in erster Linie ein Verteidigungshund und sein Ruf macht ihn zu einer wilden Bestie. Tatsächlich ist der Dobermann einer der sanftmütigsten Hunde der Welt. Er ist zutiefst liebevoll und unübertroffen in seiner Loyalität. Seine loyale und misstrauische Art veranlasst ihn jedoch manchmal dazu, Gefahr zu wittern, wo es keine gibt. Es ist daher wichtig zu wissen, wie man ihn bändigen kann. Eines ist sicher: Dieser Hund ist aufgrund seines starken Charakters nichts für unerfahrene Tierhalter. Die meisten Dobermänner sind nämlich dominant gegenüber anderen Hunden, insbesondere bei Hunden des gleichen Geschlechts. Einige Hunde neigen dazu, Katzen zu jagen, während andere perfekt mit kleinen Tieren zusammenleben. Viele Besitzer vernachlässigen fälschlicherweise die Sozialisierung und Ausbildung ihrer Hunde, weil sie glauben, dass nur große, muskulöse Rassen aggressives Verhalten zeigen können. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass jeder Hund, unabhängig von Rasse, Geschlecht, Farbe, Größe oder Alter, aus verschiedenen Gründen aggressives Verhalten entwickeln kann, sei es gegenüber Menschen oder Tieren. Aggressivität bei Hunden ist mit mehreren Ursachen verbunden und erfordert viel Aufmerksamkeit von den Besitzern. Außerdem kann auch die Aggressivität genetisch bedingt sein, sodass einige Rassen schneller aggressives Verhalten zeigen als andere. Man muss aber auch daran denken, dass die Erziehung eines Hundes ein kontinuierlicher Prozess ist. Darüber hinaus ist es wichtig zu verstehen, dass körperlicher und emotionaler Missbrauch sowie negative und gewalttätige Umgebungen das Entstehen aggressiven Verhaltens bei allen Arten begünstigen. Welche Hunderasse jagt euch Angst ein? Oder seid ihr der Meinung, dass mit der richtigen Erziehung alle Hunde lieb sein können? Erzählt es uns unten in den Kommentaren. Abonniert unseren Kanal für mehr Videos wie dieses. Gebt dem Video einen Daumen nach oben und teilt es gerne mit euren Freunden. Danke fürs Zuschauen und bis bald!